bereit machen für Begrüßung. Begrüßung einleiten. Hey und willkommen, mein Name ist Leroy P. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Portal 2. Ja, immer noch in Testraum Nummer 3, im 7. Level. Ja. Weil die Rätsel werden langsam echt kaum kompliziert oder wir werden einfach verblödet. Da ist schon wieder einer direkt auf uns zeigt. Ja. Der hat uns im Visier, der Niro. Ja. Warte mal, ich versuche ihn mal zu winken. Vielleicht lässt er uns da. Warte mal. Hallo! 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 Hm. Au! Ich wollte es nicht versuchen! Vielleicht musst du nicht winken, vielleicht musst du für ihn tanzen. Hier, lass mich mal. Das funktioniert. Hat ja wunderbar. Hat ja wunderbar funktioniert. Dann schleichen wir uns einfach an dem vorbei. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier mit? So, und nun. Ha! Haha! Oh. Ey! Ey, gib meinen Kopf wieder her! Oh, hallo! Hallo! Müssen wir überhaupt hin? Wir müssen. Oh, hier hin. Anscheinend. Das ist ein Fall. Da ist eine Sprungplatte. Ja. Aber da kannst du ja nicht hin, ne? Oh, warte mal. Es sei denn, du setzt die Wattblitz gleich nach oben. Au! Au! Oh. Au! Oh, warte. Au! Noch einfacher und es sind keine Tests. Mehr. Okay, ich hatte das falsche Portal. So, jetzt ist aber alles okay. So. So. Kleiner Anfängerfehler. So. Ah. Okay. Hör auf mich zu bahnen. So, und nun? Soll ich darüber schießen irgendwie? Weil du überlebst auch nicht, ne? Der ballert dich doch. Pass auf. Oder kannst du ihn da runter? Ah. LOL! Geil. Der Niro, sieh es an! Ich sehe es mir an. Ja. Hört. Prepare to die. Au. Sehr cool. So, jetzt muss ich. Ja, ja, du musst eigentlich nur jetzt da hoch. Naja, ja. Hier. Und drüber schießen. Das. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ne. Ich dachte, du würdest an dem vorbeifliegen oder so. Dachte ich auch, aber irgendwie habe ich den gegriffen, obwohl ich nicht mal die Taste gedrückt habe. Wir müssen irgendwie versuchen, die Roboter zu greifen und ins Wasser zu werfen, damit die uns in Ruhe lassen. Sicher? So, was haben wir jetzt hier aktiviert überhaupt? Ach, da oben. Das Ding kommt runter. So, okay, jetzt können wir. Okay, jetzt können wir stehen. So, das Ding wird hier aktiviert. Das hier. Ich will Knopf. Immer an einer muss hier drauf stehen bleiben. Dann bleib ich mal drauf stehen. Ja. So, was machen wir damit? Ach, dann kommt man da auf der anderen Seite raus. Da ist ein Knopf, sehe ich gerade. Aber trotzdem, wir müssen irgendwie die Turrets loswerden. Nur wie? Ja, wie? Also ich kann nichts mehr platzieren, sonst gehen die Wände ja weg. Ja, und ich werde dann angeschossen. Hm. Mach einfach mal da eins hin. Habe ich. Kannst du durch dieses Blaue da gehen? Mal sehen, was passiert. Oder, aber da ist auch ein Tourette, ne? Ah! Sieht er mich nicht?
Ist da vorne nicht auch einer? Oder bin ich gerade blind? Wait. Jetzt ist das Portal weg. Ja, weil das Ding da weggeht, wenn du da drauf trittst. Ja, wenn ich da durchgehe. Ja. Also muss da drauf stehen bleiben sozusagen. Aber ich kann auch nicht darüber, weil dann knallt nicht der eine ab. Und dann geht der Schild da weg und dann knallen die dich ab. Nehme ich an. Warte mal. Geht da mal durch. Ja. Die sind auch Tourettes. Oh, warte mal, warte mal. Mir kann ich nicht tun. Ich kann aber auch nichts platzieren, weil dann gehen die ganzen Dinger ja weg. Sei denn? Oh, nee. Nee, warte mal, lass doch. Da war glaube ich schon richtig, wo du gerade platziert hast. Oh, oh. Boah, was war das Schild? Die Remontageeinheit hat übrigens noch andere Montageaufgaben. Ja. Es ist so. Nicht so, als ob ich uns hier einfach so in den Tod stürzen wollte. Okay. Nee. So. Tiefer, ja, danke. So. Hm. Ja. Ja, wenn er dadurch den... Vielleicht schaffe ich es, den zu greifen. Ja. Shit! Nein. Es hat doch vorhin auch funktioniert. Testen wir weiter. Ja. Okay, wenn ich mich ducke, dann treffen die mich, aber wenn nicht, dann treffen die mich nicht. Wer da? Hallo? Kannst du mal versuchen, hier durchzukommen, aber ich nehme an, dann wirst du auch abgeknallt. Ich versuch's mal. Das sah nicht so aus, als wäre da auch noch einer. Das ist ein Knopf. Ja, ja, drück mal den. Kannst du den Knopf versuchen zu drücken? Hab ihn gedrückt. So. Bist du da sicher? Ja, sag er doch. Ich dachte, du wärst da nicht sicher. Du musst da ein Ding hin platzieren, glaube ich. Ja. Und. Nee, warte, nicht da. Doch, genau hier. Ah, ich verstehe. So, dann kann ich nämlich. Oh nee, ich habe sogar. Ja, genau. Ich glaube, ich weiß. Du musst die Turrets damit abschießen, ne? Wie soll ich das denn machen? Ja, pack mal. Du bist ja da sowieso sicher, ne? Also lass mich mal kurz da weggehen. Warte mal. Kann ich da eins platzieren? Gott, so, du mal auf den Knopf. Aha! Aha! So, nochmal. Nochmal. Ah, den einen triffst du nicht. Dann musst du auf der anderen Seite. Da bin ich abgetroffen. Ist auf der linken. Ist bei mir auf der Seite irgendwo noch was? Da ist halt nur noch der hier. Hier ist noch ein. Also, hier ist einer. Da. Und nein, dort. Ich mein so Plätze für Portale. Ist hier irgendwie so was? Auf der Seite irgendwie so was? Kann ich nicht sehen. Das kann ich nicht sehen. Ich komm nicht von hier weg. Oh Gott, das ist zu tief. Was? Also. Nee. Gute Nacht. Also der Typ muss ja noch abgeschossen werden irgendwie. Ja, irgendwie ja. Kannst du halt nicht hier platzieren? Trifft er ihn nicht? Nee, ne? Ach, da kommst du gar nicht ran. Oh. Da komme ich gar nicht ran hier. Da irgendwie muss ja doch getroffen werden. Hm. Ah, drück mal einen Knopf.
Nope. Der muss ja irgendwie getroffen werden, der Kollege. Ja, nochmal. Ah. Da tun wir ihn die ganze Zeit. Ist das jetzt Zufall oder kann er dadurch nicht getroffen werden? Ich verstehe es nicht. Kannst du das noch ein kleines Stück höher setzen, das gelbe Portal? Nee, ich glaube nicht. Das gibt's nicht. Aber irgendwie scheint der auch gar nichts mehr zu machen. Ja klar, der ballert mich ab, wenn ich da hingehe. Warte mal. Mach mal, kannst du deine Turrets irgendwie da kaputt hauen? Warte mal. Ich versuch's mal. Da kann man nicht schon mal darüber. Okay. Aber die haben ja sowieso nicht auf dich geschossen, ne? Ne, die hätten beide nicht auf mich geschossen, also. Warte. Dann muss ich eigentlich nur darüber gehen. Ne, noch nicht. Warte noch einen Moment. Ja, ja. Kann ja ruhig da bleiben. Nein. Oh, ein Würfel ist bei dir jetzt. Nein. Ist er weg. So. So, dann lass ich mal darüber kommen. So, der ist weg. Warte ja. Mal. Kannst du mich irgendwie... Warte mal. Warte mal. Kannst du mich irgendwie darüber holen? Hier, nein. Oh Gott, Ist doch gerade irgendwie kein Szenario, wo mich dich rüberbringen kann, könnte. Nein, falsch, total. Stimmt, ich kann ja nicht darunter. Noch jemand da? Ich muss ja das Ding da halten, genau. Wie habe ich dich denn da? Hier rüber habe ich nicht gepackt, ne? Oh Gott. So. Kommst du da oben an das Ding dran? Siehst du das? Ja. Ja. Dann, ja, genau. Ah, ne, geht ja nicht. Ich muss ja da drauf bleiben. Warte, stimmt. Ja, aber ich muss ja hier drauf bleiben. Ich hab ne Idee. Ich weiß was. Ich hab die Idee. Holst du dir den Würfel irgendwie so? Ganz richtig, ich hole mir den Würfel. Ja, so aber nicht. Versuch irgendwie den Würfel zu fangen. Achso, Dann setzt du mir den Würfel dann nämlich drauf. Da komme ich aber nicht ran. Obwohl doch, warte. Ja, okay, ja. Okay, nochmal. So. Ah! Was? Der hat mich da runter genockt. Boah. Okay, vielleicht soll ich nicht direkt vor dem Portal stehen. So. Oh Gott, ich hoffe, der rollt da nicht runter. Okay. So, jetzt hole ich dich nämlich. Genau. Nicht eine Sekunde ins Leben. Komm her. Yay. Yay. Glückwunsch. Mein Gott. Hätte ich diese Tests reparieren können, wärt ihr mit Sicherheit gescheitert. Also nochmals Glückwunsch zur Bewältigung der defekten, primitiven Tests. Du bist defekt. Ja. Ah. Folge gehen. Hast du gut gemacht. So, ekelhaft. Sieht merkwürdig aus. So auseinandergenommen wirst. Ja. Das sieht echt nicht gesund aus. Ihr werdet euch wohl erneut außerhalb der offiziellen Strecken bewähren müssen. Die Menschen haben vergessen, eine Sicherheits-DVD einzulegen. Ich bin sicher, das war ein Versehen. Vielleicht legt ihr sie wieder ein. Zur Sicherheit. Ja, machen wir doch gerne. Wenn wir den Blu-ray hier einsetzen. DVDs. Ja, die DVDs.
Wer benutzt denn sowas doch? Ich hab noch DVDs. Ich auch. Ich hab sogar schon Blu-rays. Ah, okay, halt. Ah, das heißt. Boah, ich wollte gerade sagen. Pass das lieber nicht an. Ich hab den Ball. Und nun? Ja, und nun? Da ist ein Portal. Kann ich ja durch? Ich kann sogar ja durch. Wo bin ich? Da. Und du läufst gerade die Röhre hoch. Das schaffst du noch nicht mal. Ja. Ah, hier. Moment. Ja, warte, nimm den Ball, genau. Nimm den Ball. Nein. Nein. Nein, nein. Ups. Ich nehme den Ball. Okay. Du hast den Ball. Was mache ich jetzt damit? Muss er rein? Ja. Ah. We did it. Sieht aus wie die Matrix hier. Also die echte Welt in der Matrix. Ja. Okay, der Ball muss da rein. So, die Frage ist, wie kommen wir an den Ball ran? Ich habe ja mal Knopf gedrückt. Hörst du mal auf hier ständig Knöpfe zu drücken? Niemals. Das war so klar, dass du das sagst. Aber trotzdem, nee, jetzt bin ich jetzt mal im Ernst. Wie kommen wir an den Ball? Ah! Was für ein Ball, hier oben Portale hinsetzen. Ach, den Ball. Ich hätte gedacht, Portale sind die Lösung in diesem Spiel. Ja. Da ist ein Ball. Können wir nicht so fangen einfach? Hm. Nee, glaub nicht. Nee. Ja, auch da nicht drauf springen. Ach, hier ist eine Brücke. Wo? Da, das ist eine Brücke. Oh. Ich habe die ganze Zeit nur von der Perspektive gesehen. Ich dachte irgendwie, es ist nur so ein Laser. Ja, nehme ich mal ein bisschen irgendwie den Ball abblocken oder irgendwie sowas, ne? Ja, irgendwie schon, aber so. Warte mal. Ah nein, ich bin so doof. Na. Ah. Ja, ne? Und? Ne. Oh, warte. Aber es nützt uns ja gar nichts. Doch, warte. Nichts, du kommst ja nicht rüber mehr mit deinem Portal. Also mit deinem zweiten. Verdammt, kann ich den nicht einfach fangen? Ja, der muss dann wieder hier rauskommen irgendwo. Nee, es geht nicht. Also das und das, was wir auf jeden Fall mit der Brücke hier abfangen müssen, das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann fliegt er da rein. Da muss irgendwo anders rauskommen. So, da oben muss er dann raus. Warte. Nee, halt, da muss er da rauskommen. Würde er nämlich da runterkommen. Ja. Und dann könnten wir den nach oben tragen. Oh, wir sind blind. Mach einfach nochmal. Mach nochmal mit der Brücke. Wir sind einfach nur blind. Ne. Ich dachte, nee, Moment. Ich dachte, da wäre es gewesen. Nee, tut voll Möhre. Nee. Es,
Ball verlieren. Ich nehme an, der muss irgendwie da rauskommen, ne? Ja, weil. Das ist ja wieder scheiße. Ich weiß nicht wie. Weil wir können den Ball ja nicht da durchbringen. Hä? Ich nehme an, der muss hier rauskommen irgendwie, ne? Ja, aber der Ball fliegt ja nach dahin. Auf der Brücke können wir auch gar nicht drauf. Ja, wir können ja auch nicht drauf. Das wäre nämlich mein nächster Gedanke gewesen. Warte mal, ich entferne mal eben die Brücken, also die Portale. Ja. Wait. Ja, da mit der Brücke schon mal richtig, ne? Ja. Genau. Kommt da raus. Also wir können ja auch nicht so viele Portale hier platzieren. Also so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Nee, irgendeine muss es ja sein. So. Da muss der da, der fliegt dann da rein. Ich nehme an, irgendwie muss der hier rauskommen dann. Aber geht ja nicht. Nee, das geht ja nicht. Alter, ja. Oder vielleicht doch? Ja, der kommt da rein. Da oben ist auch noch ein Ding, aber er bringt ja nichts. Dann fliegt er da raus. Ja. Moment. Nee, warte mal. Ja, warte mal. Genau so, oder? Nee. Könntest du mir vielleicht. Warte mal. Mach nur mal dein Portal dahin. Welches? Um die Wand dahin zu machen. Oh, der kommt dann da runtergefallen. Der kommt da runtergefallen? Ja, und dann lasse ich den da einfach runterfallen, nachdem der abgeprallt ist. Ja, genau. Tu dein hellblaues mal dahin. Ich muss meinen hier hin und. Warte mal. Hier. Dann hier so. Ha! Ja! Rein da! Rein da! Oh. Oh, wie so ein Timeling. Okay. Okay. Dann setzt man den Timer. Ich möchte noch wissen, wie er geht. Ja, so, ja. Ah, hier. Yay. Yay. Da ist der Exit. Na, und hier ist eine Brücke. Ja. Es geht bis in die Unendlichkeit, die Brücke. Und noch viel weiter. Na. Was jetzt? Wieso denn jetzt aber? Ich bin durch dein Portal gegangen. Da kann man noch ein Portal hinsetzen. Warte mal. Ja. Setz da mal ein rotes Portal hin. Vielleicht haben wir da von da aus ja einen besseren Überblick.
Da, oh, ich sehe schon, wir müssen uns hier daher runterfallen lassen irgendwo. Ja. Wahrscheinlich hier oder dort. Kannst du da und da eins hinpacken? Wo? Hier und hier. Ja. So, jetzt warte mal. Wow, what? Ah, wir müssen da in die Mitte, aber. Wir müssen irgendwie in die Mitte kommen. Nur wie sollen wir das machen? Auf der anderen Seite ist auch. Oh, ich sehe schon, was wir machen müssen. Was müssen wir tun? Wir müssen beide gleichzeitig da durchspringen, dann in der Mitte gegeneinander koordinieren. Damit wir dann in der Mitte landen. Was? Ja, oder? Bist du dir wirklich sicher, dass das geht? Ja, auf der rechten Seite ist so ein Ding, auf der linken Seite ist auch so ein Ding, ne? Ja, stimmt. Wenn wir dann gegeneinander krachen, ja, machen, dann verlieren wir unser Momentum. Ja. Also müssen wir erstmal wieder die Brücke erschaffen lassen. Ja. Und zwar setz hier dein rotes Portal hin, dann sitze ich hier und dort meine blauen. Ja, oh, was muss ich jetzt machen? Gute Frage. Ja, du bist jetzt halt unter dir, Nee, halt, du musst da hinten dein rotes hinsetzen. Ja. Und direkt direkt unter dir das gelbe. Okay, mal gucken. So, okay. Du musst ja nichts machen, ne? Okay. Nee, ich hab meins also. Oh, doof. Jawohl. Das hat geklappt. Ja, echt funktioniert, sehr gut. Es hat funktioniert. Ja. Oh mein Gott. Der Neo 500 IQ Move. Yeah. So. Wir müssen die Disk finden. Wo ist die Disk? Abzuschauen. Weißt du? Ja, ich erweise dir die Ehre. Schieb rein. Puh. Schwung. In Kürze wird das Wort bla fortlaufend wiederholt. Wenn ihr einmal eine Zahl anstelle von bla hört, ignoriert es. Ah, nein. Dies ist ganz und gar unwichtig. Der heutige Sicherheitscode lautet 5 33 41 18. Doppel Herr. Ich glaube, klar, das mag uns nicht. Ich glaube wirklich nicht. Nicht, aber hey, wir haben die dritte Testkammer abgeschlossen. Mann, sind wir gut. Schaffen wir noch eine, wir sind bei 28 Minuten. Errungenschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so weit kommt. Nach eurem Kalibrierungstest. Ich kann ja schon mal zum nächsten Raum gehen. Kerne demontieren, ja. Wieder in die Taschenrechner einbauen, aus denen ich sie entnommen hatte. Auch schon da? Aber ihr seid ein echtes Team geworden. Richtig nahe gekommen seid ihr euch. Ich kannte mal ein Team, das sich noch näher stand, aber ich musste einen von ihnen vernichten. Der andere, nun, darüber möchte ich lieber nicht sprechen. Okay. Würde ich sagen, dann gehen wir in die vierte Kammer. Ja. Und schauen sie uns zumindest mal an. Gucken, wie viele Level auf uns warten. Und dann mal schauen. Ja. Da ich nicht gedacht hätte, dass ihr so neun. Schaffe ich diese neue Strecke nur für euch. Mir ist aufgefallen, dass ihr euch sehr nahe gekommen seid. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Hier schon wieder neue Sachen hier. Ja, das scheint an dir neu zu sein. Und was das bringt? Wie viele Minuten haben wir schon? Wir haben 29 Minuten. Ja. Ja, gut, okay. Was das hier ist, das sehen wir im nächsten Part von Portal 2. Ja, würde ich auch sagen. Wir sagen ciao, ciao. Wir sagen ciao. Wow, ich bin wieder ein neues. Hock mich. Dün, dün. Ciao, ciao. Ciao, ciao.